Also heute im Tannenhof hat es Vogelhäuten, Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn ist einfach Eier, Zucker und Brot. Und nachher im Ofen ausgebraten. Und nachher kommt noch ein bisschen Staubzucker oben drauf. Und dazu haben wir noch Salatbuffet. Und ich habe euch müssen sagen, ich bin lieber zum Kiosk gegangen und habe lieber Snickers gekauft und einen Kaffee rausgelassen. In der Hoffnung, es sei besser. Und es war anscheinend auch besser gewesen, weil das meiste ist wieder retourgekommen. Also die Kochkünste am Tannenhof von gewissen Köchen sind halt leider nicht so hoch, wie man es erwartet, wie man es wünscht. Aber verhungern tut wahrscheinlich gleich niemand. Und es geht einfach vieles vergessen. Dann am Hof im Büro schreiben sie alles aufschreiben. Aber sie schauen es nicht nachschauen, nicht nachkontrollieren, was sie aufgeschrieben haben. Und das ist am Schluss einfach vergessen. Und wenn man nicht gegen reklamieren, ist es nachher einfach verloren. Normalerweise bekommen wir 10 Stutz pro Tag für Zigaretten. Und bei mir haben sie es vergessen. Und dann haben sie gesagt, dass sie es kontrollieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es kontrollieren. Und mein Kuvert ist vorgekommen und hat geheißen, die hat das Geld gehabt. Und ich habe gesagt, die hat das Geld nicht bekommen. Und eine Stunde später habe ich das Geld gleich bekommen. Also es ist immer ein kleiner Stürmerei. Und wenn man nicht stürmt, dann bekommt man das Geld sowieso nicht. Und da habe ich eine Narbe. Mölbogen, wie man sieht, vom Skifahren. Aber oben sieht sie sehr viel schöner aus. Da sieht man sie. Praktisch keine. Und dann habe ich da noch eine Narbe. Am Finger. Die kommt vom Schlägel her, aber die ist wieder sehr gut verheilt. Und jetzt kann ich noch schnell das Kaffee holen und das Video unterbrechen.